Mit dem Sommeranfang beginnt die Zeit der Ernte. In den Gärten sind die ersten Früchte bereits reif. Anderswo werden die Kirschen in diesem Jahr wohl an den Bäumen hängen bleiben. Den Flutopfern ist der Appetit auf Selbstangebautes jedenfalls vergangen. Das mit Heizöl kontaminierte Wasser stand teilweise wochenlang in ihren Gärten und hat das Erdreich verseucht. Es werden Kohlenwasserstoffe, schädliche Stoffe in die Lebensmittel und damit in die Nahrungskette aufgenommen und damit scheiden solche Flächen zum entsprechenden Abbau dieser Schadstoffe aus der landwirtschaftlichen Produktion aus. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Naturräume wie den Wald oder eben nicht wirtschaftlich genutzte Flächen, weil hier natürlich Flora und Fauna sehr, sehr stark geschädigt werden. Um solche Umweltschäden in Zukunft zu verhindern, plädieren die Experten von Carmen und des Technologie- und Förderzentrums Straubing für den Umstieg auf Holzheizungen. Das Bayerische Landwirtschaftsministerium beispielsweise bietet für Interessierte das Beratungsangebot Landschaft Energie an. Man ruft bei uns an, wir haben eine Hotline geschalten, wir sind auch übers Internet erreichbar. Unsere Beratung ist generell kostenlos und neutral, Hersteller- und produktneutral. Und wir versuchen, den potenziellen Investor oder den Hochwassergeschädigten zu informieren und ihm das nötige Wissen zu geben, damit er selber entscheiden kann, was gut für ihn ist und wofür er sich letztendlich entscheiden kann. Eine Lösung für das umweltfreundliche Heizen mit Holz, die sich auch in Fischerdorf eignen würde, ist das Gewebesilo. Das Gewebesilo ist ein Silo, das auf einem Gestell aufgeständert ist, in dem ein Gewebesack die Pellet aufnimmt. Und das Gewebe ist ein Textilgewebe und somit ist es auch ausdehnungsfähig. Somit können die Pellet hier in den definierten Raum sich noch ausdehnen. Und wenn dieser definierte Raum nicht mehr ausreicht, dann wird das Gewebesilo zerstört. Das ist der kleinste Schaden. Und der Heizungsraum ist in der Regel ausreichend groß genug, dass er die aufgequollenen Pellets, wenn es zum Havariefall gekommen wäre, was wir natürlich alle nicht mehr hoffen wollen, das leicht aufnehmen kann. Somit würde kein Schaden an Gebäudlichkeiten, an der Statik des Gebäudes entstehen. Der finanzielle Aufwand dafür beträgt zwischen 1.500 und 2.500 Euro. Hinzu kommen allerdings noch die Kosten für einen Lagerraum und weitere Installationen. Aber auch für die Finanzierung stehen die Experten mit Rat und Tat zur Seite. Es gibt eine ganze Reihe von Standardförderprogrammen, die über Bundesmittel oder auch über Landesmittel gewährt werden. Und dann wird aktuell über ein Hochwasserförderprogramm speziell überlegt. Das ist aber derzeit in Diskussion. Außerdem lohne es sich bei den Herstellern, nach Sonderrabatten für Hochwassergeschädigte nachzufragen. Gespart werden kann dann bei den Kosten für den Brennstoff. Eine Tonne Pellets kostet derzeit etwa 250 Euro. Umgerechnet auf den Brennwert eines Liter Heizöls sind das 50 Cent. Damit können dann auch die höheren Anschaffungskosten wieder hereingeholt werden. Wohl ein Thema, mit dem sich die vom Hochwasser Betroffenen erst noch bewusst auseinandersetzen müssen, spätestens wenn die neue Heizperiode beginnt.